Hallo Feuchheim, wir starten ganz offiziell die heutige Mahnwache und es ist die 103. Hallo und herzlich willkommen! Okay, starten wir. Also wie immer, ganz so kurze Vorstellung von mir. Mein Name ist Rainer Pracht. Ich komme aus Boxdorf, hier aus dem Landkreis Forchheim. Und ich mache, wie immer, das zusammen mit meiner Frau Carola Pracht-Schäfer. Und das war mal ein kurzer Einleitungssatz und dann macht ihr schon wieder weiter. Ja, und so viel muss ich für die Demo-Regeln ja schon gar nicht mehr sagen. 1,50 Meter Abstand, aber Grüppchenbildung ist erlaubt, weil innerhalb eines Hausstandes dürft ihr wieder zusammenstehen. So, dann von den formellen Sachen noch ganz schnell. DSGVO heißt, wenn ihr im Internet dann ein Foto von uns findet, das ist ja hier eine öffentliche Veranstaltung, wir nehmen selbstverständlich auch jedes Bild aus dem Internet wieder raus, was nicht erwünscht ist. Wo wir keinen Einfluss drauf haben, sind Zeitungsfotos, wenn die abgedruckt sind, sind sie gedruckt. Oder irgendwelche Filmmaterialien, aber Livestream haben wir heute hier nicht, das haben nur die Berliner. Wir haben... Rainer, bringst du... So ist das, wenn man spontan ist, muss man auch noch mal hinterhupfen. Wir haben da vorne diese beiden Holzkästen. Da drin ist die Zeitung Demokratischer Widerstand, darf gerne mitgenommen werden, auch um irgendwelche anderen Leute mal mit einer guten Zeitung noch zu erfreuen oder sie dazu zu bringen, dass sie mal was anderes lesen als Mainstream. Und wir haben da hinten auch Flyer, deswegen bin ich gerade hinterkupft. Wir haben diese Woche neue Flyer entworfen und gedruckt. Da geht es jetzt hauptsächlich um Eltern stehen auf, deswegen sind auch so hübsche Kinderzeichnungen drauf. Von diesen Flyern haben wir gestern Abend schon ein paar verteilt, die werden in die Briefkästen wandern und wer davon mitnehmen möchte, kann das gerne tun. Wichtig ist bei den Flyern, wir haben auch ein paar Flyer da hinten drin liegen von Initiativen, mit denen wir zusammenarbeiten aus Nürnberg und aus Schwabach. Auf jedem Flyer muss draufstehen, verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes. Wenn das nicht draufsteht, kann es zu einer Strafanzeige führen und die mag ich nicht. Ja, nochmal kurz zu meinem Namen. Sie laufen gleich durch den Film, wenn Sie hier vorne rumlaufen. mein Name ist Carola Pracht-Schäfer. Und weil wir heute so viele Leute haben, die unsere Demo nicht besonders gut kennen, erzähle ich noch mal ein bisschen vom Anfang. Wir sind jetzt seit 9. Mai hier auf Demo. Angefangen haben wir da drüben beim Rathausplatz in Forchheim für die ersten 2 Wochen. Und nach 1,5 Wochen ging das dann los, dass auf einmal das Ordnungsamt mit uns geredet hat und zeitgleich wir mit dem Ordnungsamt, weil wir feststellten, wir werden zu viel. Und weil das Ordnungsamt wusste, wir wollen für die Gastronomie wieder die Gelegenheit bieten, dass die öffnen können und die brauchten ein bisschen mehr Platz, weil Corona ja überall Abstand fordert. Und dann war das bei uns so, dass wir ein relativ gutes Verhältnis zum Ordnungsamt und zur Polizei haben. Wir haben uns getroffen zum Kooperationsgespräch und wir haben gesagt, wir hätten gerne gewechselt auf den Paradeplatz. Und der Ordnungsamtsmitarbeiter sagt, das trifft sich gut, ich hätte euch gern vom Rathausplatz weg, weil wir brauchen den Platz für die Gaststätte. Wie flexibel seid ihr denn? Könnt ihr ab morgen auf den Paradeplatz gehen? Und wir haben gesagt, juhu, das machen wir. Also das ist so ein Beispiel, wie sich bei uns hier die Zusammenarbeit mit Polizei und Ordnungsamt entwickelt hat. Ihr seht auch, wenn ihr euch hier umschaut, wir haben... inzwischen sehr selten Polizei direkt bei uns hier am Platz, weil wir täglich demonstriert haben bis vor 2 Wochen. Wir waren jeden Abend um 18 Uhr und samstags um 11 Uhr hier und in der Zeit hat die Polizei gesehen, dass sie uns eigentlich nicht mehr beschützen muss. Wir sind hier friedlich.
Die Polizei ist inzwischen eher an den Brennpunkten irgendwo am Bahnhof oder so außenrum um uns unterwegs, um halt einfach wirklich dafür zu sorgen, dass es hier in Forchheim auch im Zentrum ruhig und friedlich bleibt. Und dafür möchte ich euch gleich schon mal um ein dickes Dankeschön für die Polizei und das Ordnungsamt bitten. Und meine Motivation, warum ich hier vorne stehe, ich war bis Ende Mai, so lange habe ich es noch aufrechterhalten, Unternehmerin. Und ich wollte die Wertschätzung unter die Menschen bringen, und zur Wertschätzung gehört einfach auch, dass anerkannt wird, dass jeder Mensch, so wie er ist, wichtig ist und die gleichen Rechte hat. So wie ich es in den letzten Wochen erlebe, dass einfach nur noch eine einzige Krankheit zählt, Covid-19. Das kann nicht sein. Es gibt so viele andere Erkrankungen. Und jede dieser Erkrankungen muss doch genauso ihr Recht haben, dass die Menschen, wenn sie es aufgrund ihrer Erkrankung nicht können, zum Beispiel ohne Maske einkaufen dürfen. Und damit bin ich dann auch schon beim Thema Freiheit, was mich sehr, sehr stark bewegt. Ich bin, seit wir jetzt den Lockdown hatten, nicht mehr beim Friseur gewesen. Inzwischen habe ich Haarspangen, damit ich wieder vorne rausgucken kann. Und ich bin auch nicht mehr in einer Gaststätte gewesen, weil ich mich nicht aufschreiben lasse. Es hat nichts damit zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass ich den Unternehmern ihr Einkommen nicht gönne. Das würde ich ihnen sehr gerne gönnen, aber ich bin gegen dieses Aufschreiben und diesen Kontrollwahn. Da mache ich nicht mit. So, das war zu mir, und jetzt noch, wir haben hier unsere, ich habe sie getauft, Glücksbox stehen. Weil eine Spendenbox heißt ja immer, man muss zwar noch Spendenbescheinigung ausschreiben können, wir sind kein Verein, also können wir das nicht. Und Glücksbox heißt für mich einfach, das Geld, was ihr uns zukommen lasst, wird für unser aller Glück da sein und mithelfen. Deswegen die Glücksbox. Wir haben heute früh auch eine Naturalienspende bekommen. Oh ja. Das sind Gelee-Bananen. Also wer hier spendet, der kriegt auch was umsonst von uns zurück. Also wir vertragen es nicht. Ich habe es heute auch wieder mit meinem Gallenstein zu kämpfen. Deswegen ist das gerade sehr ungesund für mich. Aber wer hier was naschen will, kann es gerne mitnehmen. Das war der Einwurf, damit wir sie nicht wegwerfen müssen, weil mein Mann und ich beide keinen Zucker vertragen. Also die Gelee-Bananen dürft ihr euch aufteilen. Ja, zur Berlinfahrt muss ich nicht mehr viel sagen. Das Einzige, was ich dazu erwähnen möchte, wir sind natürlich alle miteinander gedanklich mit unseren Berlinfahrern verbunden. Auch die Bamberger, Dankeschön. Und ich habe mir gedacht, wir haben ja immer unsere Kerze mit hier auf dem Paradeplatz. Ich habe jetzt das Feuer heute schon angeworfen, damit das Licht nach Berlin kommt. Und habe diesmal ein paar Bilder rund um die Demo und das Demo-Gelände und das komplette Berlin mit ausgedruckt, damit man sich einfach leichter tut zu sagen, da in die Gegend soll heute ganz viel Licht und gute Energie. Und für unsere neuen Gäste, ich habe eben schon gehört, in Nürnberg ist heute keine Demo, in Bamberg ist nichts. Wir haben mit unserem Redner auch Würzburg hier heute auf dem Platz. Ich finde es toll, dass ihr heute alle da seid, und weil ihr jetzt nicht so gut wisst, wie das bei uns abläuft, erzähle ich euch noch kurz, wir machen eine Stunde Demo, wir haben ein paar Minuten auch zum Überziehen, aber im Grunde genommen eine Stunde. Und am Ende machen wir nochmal 5 Minuten, da tun wir dann die Kerze in die Mitte vom Platz, machen drumherum einen großen Kreis oder auch 2, je nachdem wie viele Menschen wir werden, stellen uns dann so auf, dass wir nur die Arme ausstrecken zum Nächsten und den Nachbarn nicht an der Hand fassen, weil Kontaktverbot. Aber wer weiß, dass die Energie sich überträgt, weiß ja, wenn er die Hand nahe drüben hat, geht das.
Und dann stellen wir uns hin und tun uns fokussieren auf das Licht der Kerze und machen in Gedanken das Licht der Kerze so groß, dass es dann auf der gesamten Welt hell wird und transportieren damit unser Motto nach draußen für Frieden und Freiheit mit Herz und Verstand. Zum Organisatorischen noch ganz kurz. Wir haben normalerweise, seit wir jetzt unter der Woche keine Demo mehr machen, unter der Woche um 18 Uhr hier auf dem Paradeplatz kleine Grüppchen, die sich treffen. Und für Samstag und Sonntag Redner. Für morgen haben wir keinen Redner, weil wir davon ausgehen, dass unser offenes Mikro von begeisterten Berlinfahrern genutzt wird. Also da könnt ihr dann live Berichte aus Berlin hören, wenn ihr hier seid um 18 Uhr. Für nächste Woche haben wir die Demo-Termine angemeldet für Samstag und Sonntag, aber haben noch keine Bestätigung bekommen. Da vermute ich jetzt mal, wir haben gestern irgendwo Plakate gesehen von Le Marché. Das ist wohl ein Markt, der jeden Tag von 10 bis 19 Uhr auf dem Paradeplatz ist, dass die uns irgendwie terminmäßig in die Suppe spucken. Da müssen wir mal gucken, wie das ausgeht nächste Woche. Aber ich denke, das werden wir dann auch wieder kommunizieren. Ja, einfach dann auf unsere Homepage mal schauen, freiheitsbewegung-forchheim.de. Genau. Da werde ich das dementsprechend dann veröffentlichen, wie das nächste Woche dann abläuft. Aber wir wissen es noch nicht. Mhm. Und guter Hinweis mit unserer Homepage, über die Homepage freiheitsbewegung-forchheim.de kommt ihr auch zu unserem Telegram-Kanal, kommt ihr auch zu unserem T-Shirt-Shop, wo ihr solche T-Shirts bestellen könnt. Dort gibt es auch ein Käppi und was war noch? Ah, genau, wir haben auf der Homepage auch noch eine Karte verknüpft. Die hat inzwischen jemand entwickelt für Geschäfte in Deutschland, wo man ohne Maske gut einkaufen kann oder eben nicht gut einkaufen kann. Ja, speziell für euch ist da noch nicht so viel drin. Momentan fällt mir nur spontan eher Geschäfte ein, wo ich nicht mehr hingehen würde. Aber das ist ein anderes Thema. Ansonsten, der Ebel ist mit drin. Der Ebel ist drin? Ebel ja, ist der kann, drin. Ebel kann ich nur empfehlen, sehr freundlich. Wenn man dann mal angesprochen wird, zeigt man das als Test und fertig. Aber ansonsten gehen wir persönlich immer mit Ebel einkaufen. Wir haben da keinerlei Probleme. Und ansonsten, ja und gleich, und ansonsten kann ich nur sagen, ich tue auch auf der Homepage immer versuchen, immer aktuelle Berichte zu bringen. Einerseits, ob das vom Wiesenboden ist, Wiesenboden tut also sehr gut über uns berichten oder überhaupt ganz offen und objektiv berichten über unsere Bewegung. Die NN oder Fränkischer Tag eher nicht, aber ich sag mal, es stellt sich immer mehr heraus, dass die Berichterstattung von diesen Zeitungen eher negativ sind oder, sag mal, einseitig. Ne? Und ansonsten gibt es querbeet Informationen von Forschung und Technik bis ZDF und ARD. Ich bringe da alles ganz, ganz offen und jeder kann sich seine Meinung bilden. Auch Berichte über aktuelle Forschung habe ich schon gesagt, über Bakti und so weiter, das ist alles Mögliche drin. Überwachungsstaat, ganz aktuell 5G, Gesichtserkennung. Ich bringe alle Informationen, wer sich mal ganz allgemein informieren will, einfach auf die Homepage gehen und da findet er schon die interessantesten Berichte. So, schaust mich an. Gleich. Gleich, jetzt fällt mir was ein. Mir fällt gerade ein, ich habe heute mittendrin das Wichtigste noch vergessen. Ganz, ganz arg möchte ich natürlich all den Menschen Danke sagen, die uns hier seit 100 Tagen unterstützen, die mit uns hier ein Orga-Team aufbauen, Flyer entwerfen, die für uns nach Berlin fahren. Es ist hier in Forchheim wirklich ein super genialer Zusammenhalt entstanden und dafür möchte ich unbedingt noch Danke sagen. Und das Allerwichtigste an so einer Demo, das sieht man heute ganz besonders gut, wo so viele in Berlin sind. Danke an euch Teilnehmer, weil wenn ihr nicht da wärt, könnten wir zu zweit alleine keine Demo machen. Dankeschön!
Ja, wie immer, nenne ich jetzt unsere Forderungen. Wir fordern die unabhängige Aufklärung aller Geschehnisse im Zusammenhang mit Corona. Wir fordern die sofortige Beendigung aller Corona-Maßnahmen. Keine Zwangstests und keine Corona-App. Keine Benachteiligung ungeimpfter Menschen. Weg mit der Meinungsdiktatur und Zwangsmaßnahmen. Weg mit den gesundheitsschädlichen Masken. Die freie Wahl der Medizin und Impffreiheit. Das Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung. Wir wollen frei von staatlicher Kontrolle leben. Wir wollen in Frieden und Freiheit mit Herz und Verstand leben. Danke. Ja, und heute ist es für mich alles ein wenig spannender. Ich bin in Berlin, mein Techniker ist in Berlin, keiner, der wirklich sich um die Kamera kümmert. Heute bin ich hier alles selbst am Machen und ich hoffe, ich bekomme es trotzdem hin. Auf jeden Fall. Dankeschön. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt ganz total sehr, dass ich die Rede nicht auch noch selber halten muss. Weil dafür haben wir heute den Rechtsanwalt Dr. Nee, Rechtsanwalt Horst Pfarr, Entschuldigung, den Doktor hätte ich dir aber gegönnt. Horst Pfarr ist lange in Nürnberg gewesen, ist jetzt aus Würzburg und wir hatten schon vorab ein sehr interessantes Gespräch, unter anderem über die... Immer die Technik. Horst Pfarr war lange in Nürnberg und in unserem Telefonat haben wir uns schon unterhalten über die Geschichte mit den Verbänden. Da ich ja selber Unternehmerin war, bin ich zum Beispiel Mitglied im Bund der Selbstständigen. Und was da so passiert in letzter Zeit, hat mir nicht besonders gut geschmeckt, weil am Anfang dachte ich, oh, die berichten ganz toll und bereiten das ein wenig auf, was da so aus München oder aus Berlin alles kommt, was man als Unternehmer so beachten muss. Aber in letzter Zeit haben die auch eher einen Wandel gemacht und berichten nur noch das, was eher Angst erzeugt. Anstatt die Sachen, die auch dazugehören, wie eben zum Infektionsschutzmaßnahmengesetz gehört auch noch der Datenschutz, gehören so viel andere Gesetze, die man da auch beachten sollte. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, ich finde es total toll. Es engagieren sich in unserem Lande inzwischen sehr, sehr viele Rechtsanwälte. Und dass wir die Rechtsanwälte dann bei uns hier auf dem Platz haben und dass sie zu uns sprechen, finde ich super klasse. Deswegen gebe ich jetzt dann das Wort an den Horst weiter. Ja, danke. Es klappt, so wie ich das höre. Ich werde vielleicht ein bisschen zurück, ich habe einen Hall, aber vielleicht dann noch ein bisschen. Okay. So. Ja, schönen Tag, Forchheim. Wie soll ich Sie alle anreden oder euch? Liebe Mitmenschen, wir sind alle eine große Menschheitsfamilie und das ist eben auch einer der Beweggründe, warum ich hier stehe. Ich habe gerade schon eine kleine Einführung über meine Vita gehört, vielleicht einige Ergänzungen dazu. Ich bin jetzt knapp 40 Jahre Anwalt, habe in Würzburg studiert, bin dann über München nach Nürnberg gekommen, war dort sehr viele Jahre und war dort insbesondere auch 7 Jahre lang Verbandsgeschäftsführer, also das, was man allgemeinhin einen Lobbyisten nennt. Diese Tätigkeit habe ich aufgegeben, aber schon, wann war das? 1992. Ich war aber in der Tätigkeit als Anwalt immer ein Wirtschaftsanwalt, war immer der Wirtschaft verbunden und bin bis heute, glaube ich, auf dem Nürnberger Parkett in der Wirtschaft noch bekannt. Der eine oder andere wird vielleicht meinen Namen noch in Erinnerung haben. Ich war auch mal Spitzenkandidat einer im Bundestag vertretenen Partei im Wahlkampf 2009 für den
für das Europaparlament. In dieser Partei bin ich schon lange nicht mehr, weil das, was in dem Namen der Partei steht, offensichtlich nicht mehr gelebt wird. Ich bin ein Mann der Freiheit und jetzt können Sie vielleicht ahnen, bei welcher Partei ich einmal war. Ich würde dieser Partei keine Stimme mehr geben. Die sind einfach für mich verschwunden. Sie sagen nichts und sie setzen sich auch nicht für Freiheit ein. Ich muss mich auch gleich für einen Umstand entschuldigen. Nachdem ich lange auf dem Parkett in Nürnberg war, kenne ich natürlich auch unseren Ministerpräsidenten. Ich habe persönlich eigentlich bei Projekten, an denen ich beteiligt war, gute Erfahrungen gemacht und habe mich beim letzten Wahlkampf auch noch im Freundeskreis dafür eingesetzt, dass es ein guter Ministerpräsident ist. Was soll ich sagen? Irren ist menschlich. Ich kann Ihnen versprechen, ich werde mich für diesen Ministerpräsidenten sicherlich nicht mehr einsetzen, sondern dafür meine Stimme erheben, dass so ein Mensch nicht mehr gewählt wird. Warum im Einzelnen, da komme ich dann in meinem Vortrag dazu. Ich will es nicht zu politisch werden lassen. Ich habe mir heute drei Themen für Sie ausgesucht, die ich glaube wichtig sind. Das erste und wichtige Thema ist nochmal, auch wenn es die meisten hier vielleicht schon kennen, die Maskenpflicht. Ich habe mich da intensiv mit beschäftigt. Das zweite Thema ist, warum ist so viel Leid in der Menschheit? Und da will ich Ihnen drei Grundprinzipien aus dem Buddhismus sagen, wonach in der Menschheit das meiste Leid entsteht. Und zum Schluss noch ein paar Worte zur Freiheit des Menschen. Woran ich mich da anlehne, sind Worte von Albert Schweitzer, der hierzu mal sehr klare Worte gesagt hat, was er unter einem freien Menschen versteht. Ich möchte beginnen mit der Maskenpflicht. Ich habe mir das nochmal sehr gut angeschaut, weil ich merke, dass hier in der Bevölkerung sehr, sehr große Unsicherheit besteht. Und das hat auch Gründe, weil diese Verordnung ja wirklich schlecht gemacht ist. Was die wenigsten wissen, in den ersten Verordnungen stand die Maskenpflicht drin ohne Ausnahmegenehmigung. Also das, was Sie alle kennen, dass man, wenn man glaubhaft macht, dass man aus gesundheitlichen Gründen die Maske nicht aufsetzen kann oder es unzumutbar ist, dass man dann da befreit ist, das war in der ersten Verordnung nicht drinne. Also von daher schon schlecht gemacht. Es ist dann Folgendes passiert, es sind ja immer wieder Eilanträge an das Bayerische Verwaltungsgericht gegangen und bei einem dieser Eilanträge hat man wohl gemerkt, dass ohne eine Ausnahmegenehmigung diese gesamte Maskenpflicht grundgesetzwidrig ist. Und bevor dieser Eilantrag dann entschieden wurde, hat man sich wie in vielen anderen Bundesländern auch dazu entschlossen, ganz schnell die Verordnung zu ändern und eine Ausnahmegenehmigung oder einen Ausnahmetatbestand dort reinzubringen. Das ist eben diese gesundheitlichen Gründe, die sind in Bayern besonders betont. In Baden-Württemberg hat man noch sonstige Gründe, da kann man ziemlich viel rein interpretieren, aber wir haben eben hier in erster Linie die Glaubhaftmachung von Gesundheitsgründen, die man vorgeben muss, dass man eben diese Maske nicht tragen kann oder dass es unzumutbar ist, diese Maske zu tragen. Und wenn Sie diese Vorschrift durchlesen, dann merken Sie schon, oder. Man weiß gar nicht, gerade bei diesem Tatbestand der Unzumutbarkeit, ob sich dieses oder direkt auf das Tragen der Maske bezieht oder ob die Unzumutbarkeit sich auf die Tatsache bezieht, dass Sie gesundheitliche Probleme haben. Aber das wäre in meinen Augen fast doppelt gemoppelt. Also entweder ich habe gesundheitliche Probleme und kann sie aus diesem Grund nicht aufsetzen, dann brauche ich nicht mehr die Unzumutbarkeit. Ja, Sie merken schon, dass das relativ schlecht gemacht ist. Dann, was wir alle ja immer wieder feststellen, die Glaubhaftmachung. Wer von Ihnen weiß, der nicht Jurist ist, was verstehe ich unter Glaubhaftmachung? Also ich kann Ihnen sagen, ich habe sehr viele Wettbewerbsprozesse geführt, davon auch ganz maßgebliche, die Sie alle betreffen. Ich will davon jetzt nicht weiter reden.
Aber Glaubhaftmachung ist zum Beispiel im Zivilrecht auch die eigene eidesstattliche Versicherung. Also Sie könnten theoretisch einen Tatbestand glaubhaft machen, indem Sie sagen, ich versichere hiermit eidesstattlich, ich kann die Maske nicht aufsetzen. So, wenn man jetzt aber im Strafrecht ein bisschen reinschaut, dann ist im Strafrecht die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs so, dass im Strafrecht eine eidesstattliche Versicherung wie ein eigener Parteivortrag gilt. Also das würde ich Ihnen jetzt so nicht empfehlen, aber glaubhaft machen kann man viel. Was eben schlecht ist, es wird nicht gesagt, in welcher Weise man diese Tatsache, dass man aus gesundheitlichen Gründen die Maske nicht tragen kann, wie man das glaubhaft machen soll. Alles fixiert sich auf diese Atteste, aber davon steht in der Verordnung, wenn Sie da nachschauen, ebenfalls nichts drin. Es steht also nicht drin, dass man überhaupt einen Attest braucht, um das glaubhaft zu machen. Und es steht insbesondere nicht drin, und das finde ich die größte Frechheit, die wir überall erleben, Leute, die diese Atteste haben, werden genötigt, ihre Atteste irgendeiner Verkäuferin oder irgendjemandem, den es sonst noch interessiert, zu zeigen und damit ihre Krankheiten zu offenbaren. Das ist ein großer Skandal in Deutschland, der hier stattfindet. Und die Statements unseres Ministerpräsidenten sind ein Skandal in dieser Hinsicht, denn er weist in seinen Statements nie darauf hin, dass Ausnahmetatbestände bestehen. Und somit werden die ganzen Leute diskriminiert. Tja, also das ist einmal klar, dass Sie niemanden Ihr Attest zeigen müssen. Und Sie sind noch nicht mal verpflichtet, dieses mitzuführen. Auch das steht in der Verordnung noch drin. Und wenn das da nicht drin steht, dann bitte ich doch, die Leute mal zur Kenntnis zu nehmen und einfach zu glauben, dass wenn ja jemand sagt, er ist von dieser Maskenpflicht befreit, dann ist das eben so. Und wenn er Angst hat, dann soll er selber eine Maske aufsetzen oder Abstand halten. Der nächste schwammige Punkt ist, was ist unzumutbar? Das ist doch für jeden subjektiv. Es weiß doch keiner, was Sie oder Sie als unzumutbar empfindet. Ich finde es schon von vornherein unzumutbar, mir so einen Lappen vors Gesicht zu nageln. Das ist eine Frechheit. Also da gibt es auch keine Rechtsprechung bis jetzt, was unzumutbar sein soll. Wir sind alle Individualisten. Jeder empfindet andere Dinge als unzumutbar. Und gerade bei Krankheiten, da gibt es so viele subjektive Dinge. Muss ich jedem meine Krankheitsgeschichte erzählen, damit er mir glaubt, dass es für mich unzumutbar ist, eine Maske aufzusetzen? Wo leben wir? In welchem Staat leben wir eigentlich noch? Und ich bin eigentlich erschüttert, in welcher Richtung unsere Gesellschaft sich entwickelt hat. Da laufen draußen nur noch Denunzianten rum. Jeder weiß es besser. Aber keiner guckt in die gesetzlichen Grundlagen rein und keiner guckt in die Rechtsprechung mal rein, was da ist. Bevor ich die große Klappe mache, dann gucke ich doch erstmal in die Rechtsvorschriften rein. Und wenn ich sie nicht verstehe, dann frage ich einen, der es wissen muss. In Ergänzung zur Rechtsprechung, es wird ja sehr viel auf die Rechtsprechung geschimpft, aber man muss dazu verstehen, dass was bis jetzt immer entschieden worden sind Eilanträge. Und diese Eilanträge, wenn man sie sich anschaut, die sind in der Regel aus formellen Gründen gescheitert, weil man eben die Hauptsache in einem Eilverfahren nicht vorwegnehmen darf. Also das heißt, wenn ein Eilverfahren dazu führen würde, dass ich mit dieser Entscheidung die Hauptsache schon vorwegnehme, dann kann ich das so nicht entscheiden. Aber es sind ja immer wieder Dinge, die stehen zwischen den Zeilen. Zum Beispiel hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ganz klar gesagt, dass wenn diese Ausnahmegenehmigung nicht gekommen wäre, diese Maskenpflicht grundgesetzwidrig gewesen wäre nach seiner Auffassung. Das heißt, diese Ausnahmeregelung bewirkt erst, dass die Maskenpflicht überhaupt grundgesetzmäßig ist, dass man sie überhaupt anordnen darf. Und auch das wird in der Politik nirgendwo gesagt. Es wird gehetzt, es wird von vernünftigen und unvernünftigen Leuten gesprochen. Aber diese Vernunft, die hier angesprochen wird, die will ich nicht teilen. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Und wenn es vernünftig ist, dass wir hier, um den Letzten noch zu retten, Masken tragen müssen, aber in anderen Erdteilen sterben dafür mehr Kinder, dann ist das eine Vernunft, die ich nicht tragen will.
So, ich muss ab und zu mal ein bisschen reinschauen, weil ich habe mir natürlich ein paar Zitate auch aus der Rechtsprechung geholt. Ja, dann mein Lieblingsthema, warum das bis jetzt auch immer beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof durchgegangen ist. Sie kennen das ja alle, ich renne hier, glaube ich, offene Türen ein, was mit dieser Maskenpflicht es auf sich hat und überhaupt der Wirksamkeit der Masken. Ich habe mir gestern Abend nochmal eine Liste ausgedruckt, 5 Seiten, abzurufen nochmal von einer neuen Homepage coronaschadensersatzklage.de, da komme ich nochmal drauf zurück, dazu will ich auch noch was sagen. 5 Seiten, ich allein habe schon von Anfang an 7 internationale Gutachten, dass diese Masken nichts bringen. Weder schützen sie sich selber damit, noch schützen sie irgendeinen anderen damit. Ich frage mich, was liest unser bayerischer Ministerpräsident denn eigentlich durch? Liest er keine internationalen Studien? Und wenn er seine Statements gibt, sagt er überhaupt nicht, woher er seine Meinung überhaupt haben will? Und wenn Sie in diese Links gucken von dem RKI oder von dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, da steht ganz klar drin, dass sie nichts bringen, diese Masken. Ich kann Ihnen das mal vorlesen, was da drin steht. Träger der beschriebenen Mund-Nasen-Bedeckung, das sind diese Lappen, die sich jeder selber nähen kann, können sich nicht darauf verlassen, dass diese oder andere vor einer Übertragung von SARS-CoV-2 schützen, da diese Masken keine entsprechende Schutzwirkung nachgewiesen wurde. Das steht da drin. Da müssen Sie nur auf die Bundesbehörden gehen und nachgucken. Und diese Bundesbehörde verweist aufs RKI, um sich zu bestätigen. Und das RKI verweist wieder auf diese Bundesbehörde. Also die sagen beide das Gleiche. Und wenn Sie dann in den Haftungsausschluss reingucken, dann steht da drin, für das, was wir hier auf unserer Homepage hinschreiben, übernehmen wir keine Haftung. So, das steht da drin. Und dann zitiert der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, zitiert sogar diese Stelle aus dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Die zitieren das, geben den Link noch rein und sagen, aber es ist plausibel, dass es was bringt. Hallo? Es ist plausibel, dass es was bringt? Lesen die nicht? Können die nicht lesen? Wo soll das plausibel sein im Verhältnis dazu, dass es irre viele internationale Studien gibt, wirklich wissenschaftliche Studien, die sagen, dass das nichts bringt. Wo ist das plausibel? Da könnte ich genauso in den Rewe hier drüben reingehen und sagen, ich will keine Maske tragen, ich habe keinen Attest, niemand attestiert mir, dass es was bringt, aber damit habe ich plausibel gemacht, dass es mir unzumutbar ist. Das ist die gleiche Logik. Ja, dann will ich noch etwas sagen zu dieser Homepage, die ich gerade schon erwähnt habe. Corona-Schadensersatzklage.de. Die wird aufgesetzt von Anwälten hier, die sich mit amerikanischem Recht auskennen. Und ich weiß nicht, ob die einen oder anderen das schon mitbekommen haben. Vielleicht kennt der eine oder andere auch diese Sitzungen von der Stiftung Corona-Ausschuss, Aufklärungsausschuss, die ja auch von einem Anwalt geführt wird, der sowohl in Deutschland als auch in den USA zugelassen ist und schon mehrere solche, wie es in den USA heißt, Class Action Klagen gemacht hat gegen die Deutsche Bank und dergleichen. Es ist in Vorbereitung, eine Class Action Klage in den USA gegen den PCR-Test. Wenn ich jetzt mit dem PCR-Test anfange, dann wären wir heute nicht mehr fertig, glaube ich. Nur zur Information, jeder weiß, glaube ich, oder die meisten, die es wissen wollen und die sich auch informieren, sollten wissen, dass dieser PCR-Test überhaupt nichts misst, außer einen Nukleinsäure-Schnipsel, der sonst woher kommen kann. Also sagt insbesondere überhaupt nicht, ob die Menschen, wo sowas nachgewiesen wird, überhaupt infiziert sind,
schon gar nicht, ob sie krank sind und schon überhaupt nicht, was auch nicht eintreten soll, dass sie daran sterben. Also das ist ein, aber auf dieser Lüge, kann man sagen, auf dieser Lüge wird das ganze Gedankengebäude aufgebaut. Und jetzt haben die Juristen eben sich dem angenommen, also die Rechtsanwälte, und prüfen die Voraussetzungen für eine Class-Action-Klage in den USA, was bewirken wird, dass sich weltweit alle Unternehmen, die durch diese Maßnahmen geschädigt worden sind, dieser Klage anschließen können. Und ich kann nur jedem raten, dies auch zu tun, damit die Leute, die das eingebrockt haben, was wir hier erleben, und wir werden im Herbst, Winter eine nie dagewesene Flaute in unserem Land erleben, was sich überhaupt die Leute in ihren kühnsten Träumen wahrscheinlich noch nicht vorstellen können, was hier abgehen wird, dass die Leute sich dem anschließen. Denn eins ist doch auch klar, diese ganzen selbstständigen Existenzen, die jetzt vernichtet worden sind, die werden jetzt als Bittsteller gebeten, vor die Ämter zu kommen, um irgendwelche Almosen zu empfangen. Wenn der Staat schon meint, man soll solidarisch sein, weil angeblich jemand durch diese Pandemie zu Schaden kommen kann, dann ist der Staat auch verpflichtet, wenn er den Leuten sagt, ihr müsst ihre Betriebe zumachen, diese entsprechend zu entschädigen, und zwar nach allgemeinen Entschädigungsgrundsätzen und nicht nach Almosen, die man da verteilt, nach Gutdünken und wann man einmal auch auszahlen will, diese Dinge. Das kann überhaupt nicht sein. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, den wahrscheinlich auch noch nicht viele mitgekriegt haben. Normalerweise denkt man ja, wenn man Entscheidungen trifft, die Hunderttausende von Firmen, Millionen kann man mittlerweile sagen, betreffen, Entscheidungen, die die Existenzen von Millionen Menschen vernichtet, da müsste man doch sagen, wenn ich solche Entscheidungen treffe, da informiere ich mich nach allen Richtungen, ich spreche mit allen Leuten und ich dokumentiere, ich lese Gutachten, ich lasse mir das vortragen und, und. Ja, Pustekuchen. Wissen Sie, was rausgekommen ist in einem Normenkontrollverfahren in Bayern vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof? Ich kann Ihnen hier die Aktenzeichen nennen, wenn Sie das wollen. Es ist herausgekommen, es gibt im Bayerischen Gesundheitsministerium noch nicht mal eine Akte. Es gibt keine Akte. Die Leute wollen mir doch nicht erzählen, dass sie jetzt noch wissen, auf welcher Grundlage sie im März irgendwelche Entscheidungen getroffen haben. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt gehen soll. Wir haben da mal mit einem Virologen gesprochen und wir hatten da Gespräche und wir haben die Medien gelesen. Hallo, die Medien gelesen. Ich sage nur, am 1.8. waren 17.000 Leute in Berlin. Also, wenn Sie lesen, Medien lesen wollen, dann tun Sie das. Das hat jetzt dazu geführt, dass die Kläger praktisch die gesamten Staatsminister als Zeugen aufgerufen haben, wie sie das dann gemacht haben. Das kann doch nicht sein, dass ich die Existenzen von Millionen vernichte und führe darüber noch nicht mal eine Akte. Das haben sogar andere Bundesländer noch mangelhaft hingekriegt, dass sie wenigstens eine Akte hatten, wo dokumentiert worden ist. Was ist dokumentiert? Ja? Bitte? Genau, die Tagebücher damals, aber die waren gefälscht. Ich glaube gar nicht, ob den Leuten diese Dimension nicht bewusst ist. Jeder, der irgendwelche maßgeblichen Entscheidungen zu treffen hat, der muss doch irgendwelche Unterlagen beisammen haben, aufgrund wessen Grundlagen er diese Entscheidung getroffen hat. Ich kann das doch nicht zwischen Tür und Angel mal entscheiden, so nach dem Motto, ja, wir haben uns auf der Toilette getroffen. Ich sage, wie empfindest du denn gerade mal die Lage? Oh, schlecht, oh Gott, dann macht man einen Shutdown. So kann das doch nicht abgehen. Tja, damit will ich eigentlich, ich habe jetzt nicht geschaut, wann ich angefangen habe, mein Thema zur Maskenpflicht beenden. Bitte lassen Sie sich nicht beunruhigen. Noch eins dazu. Noch eins. Thema heißt ja auch, die Verantwortung liegt bei dir. Wenn Sie sich entgegen Ihren
Willen, dem beugen, obwohl sie gesundheitlich das nicht vertragen, obwohl ihnen das nicht gut bekommt. Und noch ein weiterer Punkt, worauf das Verwaltungsgericht auch hingewiesen hat. Sie sind jederzeit berechtigt, die Maske abzunehmen, wenn es zwingend erforderlich ist. Also wenn Sie keine Luft mehr kriegen, wenn Ihnen schwindelig wird. Sie können die Maske natürlich auflassen und wenn Ihnen schwindelig wird, eben mal im Supermarkt ein ganzes Regal mit Weinflaschen abräumen, weil Sie staucheln. Kann Ihnen ja keiner einen Vorwurf machen. Ja? Also wenn Sie sich dem trotzdem beugen und Sie kriegen einen gesundheitlichen Schaden, wofür ja viele Gutachten sprechen, dass es gesundheitsschädlich ist, dass Sie sich Schimmelpilz in die Lunge reinholen können, dass Sie Ihre eigenen Bakterien wieder einatmen, dass Sie natürlich die Konzentration Ihrer eigenen Viren erhöhen, wenn Sie das dauernd ein- und ausatmen. Und Sie kriegen einen Schaden, Sie werden niemanden finden, der dafür verantwortlich ist. Und ich sage Ihnen auch warum und ich sage Ihnen auch die Begründung. Weil dann wird jeder sagen, auch der Ihnen vorher Sie nie aufgeklärt hat, wird sagen, können wir nichts dazu. Ist ja eine Ausnahmebestätigung in der Verordnung drin. Sie hätten sie ja nicht tragen müssen. Da gehen Sie doch mal wohin, hier vielleicht zu Rewe oder so und fragen mal, ob Sie ohne Maske da einkaufen dürfen. Das nochmal zur Ergänzung. Die Verantwortung liegt immer bei Ihnen. Hören Sie nie auf die anderen, Sie sollen dies und jenes machen. Weil im Endeffekt müssen Sie es doch immer selber ausbaden. Da ist doch keiner zuständig dann. Ja, das zur Maske. Es gibt keine Glaubhaftmachung, wirklich, die präzise ist. Es gibt keine Verpflichtung, Atteste zu haben. Es gibt auch keine Verpflichtung, sie mitzuführen. Das ist auch alles gar nicht strafbewehrt. Schauen Sie doch in den Bußgeldkatalog. Und was das Schlimmste eigentlich ist, am 27. war die Runde im Kanzleramt, wo man sich auf einheitliche Bußgelder verständigen wollte und dann wurde kolportiert, dass man da empfiehlt 50 Euro Bußgeld bei Verstößen gegen die Maskenpflicht bundeseinheitlich, mindestens. Was ist passiert? Bereits am 24. verkündet die bayerische Staatsregierung die Erhöhung der Bußgelder für Verstöße gegen die Maskenpflicht auf 250 Euro von vormals 150. Ohne wieder eine Begründung. Ich frage mich, wo lesen die ihre Sachen eigentlich durch? Welche Gutachten wollen die denn haben? Aber sie wissen es ja nicht, weil sie haben noch nicht mal eine Akte dafür. Ja, ich würde jetzt gern zu dem beruhigenderen Thema und dann kommen wir langsam auch irgendwann zur Kerze. Wir müssen ja auch wieder von den Emotionen irgendwann mal runterkommen. Aber ich glaube, die hier sind, können verstehen, dass einem da auch als Jurist manchmal der Gaul durchgehen kann, wenn man solche Dinge hört von Leuten, die sich nicht schlau machen, aber alles besser wissen, weil sie die Medien gesehen haben oder Qualitätsmedien. Ich kann Ihnen nur sagen, schauen Sie woanders hin. Schauen Sie mal nach hinten. Schauen Sie einfach mal nach hinten und beherzigen den schönen Spruch von Wilhelm Busch, als er sagte, ich nahm die Wahrheit mal aufs Korn und auch der Lügen finden. Die Lüge macht sich gut von vorn, die Wahrheit mehr von hinten. Ja. Schauen Sie in die anderen Dinge rein. Dieses Thema war schon immer ein Thema zwischen Lüge und Wahrheit und wir stehen hier für Wahrheit. Wobei, eins muss ich Ihnen auch sagen, es gibt keine objektive Wahrheit, es gibt keine Objektivität. Und da gibt es auch einen schönen Spruch oder ein schönes Zitat von Heinz von Förster. Objektivität ist die Wahnvorstellung, zu glauben, es gäbe eine Beobachtung ohne Beobachter. Das heißt, wir haben alle unsere eigenen Wahrheiten in uns, aber das Mindeste, was ich doch verlangen kann, ist eine Wahrhaftigkeit. Ich kann doch nicht einfach Dinge fehlinterpretieren, wie es dauernd passiert, und einfach so tun, als würden jetzt hier lauter Verschwörungstheoretiker stehen, als würden wir hier alles Rechtsextreme sein. Das ist doch unsäglich, wenn man die Mainstream-Medien anschaut, wie man hier verleugnet wird, wie die Leute, die sich Sorgen machen um diese Demokratie, wie die einfach niedergemacht werden, beschimpft werden mit Covidioten oder sonstigen Dingen.
Ich bin auch Mediator. Ich bin auch Mediator und einer der wesentlichen Grundsätze der Mediation ist, in der Sache immer hart verhandeln, aber die Persönlichkeit bleibt immer außen vor. Warum ist das so? Weil wir ein Grundgesetz haben und der Artikel 1 Grundgesetz sagt eben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn ich mir anschaue, was momentan in Deutschland abgeht, dann frage ich mich, was all diese Leute nicht verstanden haben an dem Wort unantastbar. Ja, ich möchte Ihnen jetzt ein paar Dinge sagen, die Sie vielleicht von einem Anwalt nicht hören würden. Ich würde gern mehr auf ein paar Dinge zu sprechen kommen, die für mich schon ein Leben lang eine Herzensangelegenheit sind. Und zwar, wie sehen wir unsere Welt? Und möchte anhand drei Prinzipien, die der Buddhismus mal herausgestellt hat, möchte ich Sie auf ein anderes Thema bringen, weg von diesen Masken. Und zwar, was verursacht das ganze Leid in der Menschheit? Und im Buddhismus sagt man, ich bin jetzt kein Buddhist, bin christlich erzogen, bin aber schon viele, viele Jahre nicht mehr in der Kirche aus gutem Grund. Auch da hört man nichts. Was verursacht alles Leid in der Welt? Und ich glaube, diese drei Dinge, die können wir anhand dieser Krise, der Corona-Krise, ganz deutlich erkennen. Das erste ist die Gier. Ich glaube, über Gier hat jeder so seine Vorstellung, jeder hat seine Beobachtung gemacht. Und wenn man so die Hintergründe auch ein bisschen in die Tiefe geht, was möglicherweise wirtschaftlich hinter dieser ganzen Krise steckt, dann muss man wohl konstatieren, da steckt bei gewissen Kreisen auch sehr viel Gier dahinter. Das muss noch mal, gar nicht mal so im Großen sein. Sie brauchen nur mal gucken, wie sich die Preise von solchen Alltagsmasken oder auch den chirurgischen Masken allein durch diese Krise vervielfacht haben. Da machen jetzt einige einen ganz schönen Reibach. Auch im Hinblick darauf noch mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob Sie das RAPEX-System in Europa kennen, wo die Produktwarnungen draußen sind. Wie kann man überhaupt so eine Maskenpflicht einführen und es zulassen, das überhaupt nicht zu spezifizieren? Jedes Kinderspielzeug, alles muss eine Zertifizierung haben, aber Sie dürfen sich ungesunde Masken vors Gesicht schnallen. Mittlerweile sind dort über 70 Warnungen von Masken, die frei im Handel zu kaufen sind, sind dort als gesundheitsschädlich aufgeführt. Da guckt keiner hin, das interessiert gar keinen. Ich sage Ihnen auch warum. Weil das nur ein Narrativ ist, was nach vorne gegeben wird. Und das ist auch noch so ein Ding. Ich komme nochmal zur Maske, weil ich da noch mal ganz kurz darauf hinweisen will. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat auch gesagt, dass wenn diese Maskenpflicht nur deswegen eingeführt worden, um die Leute zu erinnern, vorsichtig zu sein. Diese Argumente kommen ja immer wieder, die werden auch ganz stark in Österreich diskutiert. Dann wäre das verfassungswidrig, weil es ist nicht Aufgabe, die Leute zu erziehen. Dann hat man schnell, entgegen allen Gutachten, die ich Ihnen jederzeit vorlegen kann, hat man schnell gesagt, ja, es ist auch gut für die Gesundheit. Und was ja noch besonders perfide ist, den Leuten einzureden, sie wären für die Krankheit eines anderen zuständig. Mhm. Ich bin für meine Krankheit selber zuständig und weiß, wovon ich rede. Damit führt man den zweiten Punkt der Manipulation ein. Man setzt Schuldgefühle und das andere ist die Angst. Permanent wird Angst geschürt und immer mehr Ärzte stehen auf und sagen, das Schlimmste an der Corona-Geschichte ist nicht das Virus, sondern das ist die Angst. Und man sollte doch auch endlich aufhören, als wäre diese Corona-Sache eine Person. Das ist keine Person, das ist ein Schnipsel, den man da bisher nur finden kann. Aber das sind Gutachten, da will ich mich nicht so sehr einführen. Aber wir haben es nämlich, das Corona hat uns dazu gezwungen. Niemand ist gezwungen worden. Die Politiker haben entschieden, uns wahrscheinlich auf falschen Grundlagen. Ja, aber jetzt
Diese drei, wir haben die Gier und ich glaube, da brauche ich nicht viel zu machen. Dazu zu sagen, weil ich will auf den letzten Punkt dann kommen. Der zweite Punkt ist Hass. Hass ist der zweite Punkt, wovon die Buddhisten ausgehen, dass das für alles Leid oder den größten Teil des Leides der Menschheit verantwortlich ist. Und Hass ist immer das Gegenteil von Liebe. Und Hass basiert immer, immer, lassen Sie sich nicht täuschen, auf Angst. Und die Leute, die Ihnen irgendwo begegnen, mit Hass, mit Abneigung, mit Aggression, unterstellen Sie denen ganz einfach, dass sie Angst haben. Und diese Angst muss man auch ernst nehmen. Und ich will hier niemanden verteufeln. Wer mit Hass laufen will und Angst hat, der soll das tun. Übrigens, diese Angst ist ja auch nicht neu, die ist bekannt unter dem medizinischen Namen Mysophobie. Mysophobie ist die Angst, sich durch Schmutz, Bakterien und Bakterien zu infizieren. Und ich hatte schon in den 70er Jahren einen Freund in meiner Clique, der war Mysophobiker. Der ist schon in den 70er Jahren immer mit Desinfektionsmitteln durch die Gegend gelaufen. Und was ich hier befürchte, wenn man guckt, wie Kinder mittlerweile reagieren, dass hier ein Herr von Mysophobikern, die kriegen das doch nie wieder raus. Wenn Sie das im Internet gucken, wenn ein Kind sagt, ich habe Angst, da krabbeln Tierchen auf meiner Hand rum. Wie soll das wieder, wie soll das weggehen? Es wird immer, und das ist ja das Perfide an dieser Sache, dieses Virus kann keiner sehen. Es ist so klein, wissen Sie, wie klein das ist? Ich habe mal, um ein Beispiel zu geben, Sie kennen die Spitze eines Kugelschreibers, der ist ein bisschen dicker, das ist ein Millimeter. Ein Nanomillimeter ist eine Millionstel Millimeter. Können Sie sich vorstellen, wie groß das ist? Das ist so winzig klein. Das ist schon fast im nicht mehr existenten Bereich. Und das ist ja das Schöne oder das Perfide an dieser Art der Panikmache. Wir können es nicht sehen, aber wir fühlen uns überall bedroht. Ich habe schon, in der Anfangsphase ist jemand ein Nachbar. Als ich ihm beim Walken entgegenkam, hat er 50 Meter vor mir die Maske aufgezogen und ist 5 Meter ins Feld gesprungen. Habe ich gesagt, hier draußen im freien Feld gibt es keine Viren. Mittlerweile hat er sich ein bisschen beruhigt. Aber so werden die Leute geschädigt. Und das soll vernünftig sein. Man weiß, wie sehr Angst, Panikmache krank macht. Das sind Studien. Da gibt es überhaupt nichts dran zu zweifeln. Angst dimmt das Immunsystem nach unten. Sie schütten Hormone aus, die das Immunsystem runterschrauben, weil sie im Modus Überleben sind. Das haben wir aus der Evolution, als der Säbelzahntiger noch hinter uns hergerannt ist. Und dann schaltet auch das Gehirn aus, weil sie nämlich im Überlebensmodus alles brauchen, um entweder zu kämpfen oder zu fliehen oder in Schockstarre zu gehen. Und wer Angst sät, sät auch Hass. Und ich sag mal, wenn ich mir manche Reden anschaue, dann ist das auch gewollt so. Man will die Gesellschaft spalten, aber das wird ihr nicht gelingen. Kommen wir zum letzten Punkt, Unwissenheit. Über Unwissenheit haben wir ja schon was gesprochen, die Unwissenheit über die Verordnung und ihre Auslegung. Aber die Buddhisten sagen, Unwissenheit ist eine grundlegende Form der Täuschung über die Beschaffenheit der Welt. Und meine Beobachtung ist die, ich habe schon viele Jahre, fast mein ganzes Leben lang, mich mit vielen Philosophien beschäftigt, habe mich dann schon seit langer Zeit auch mit den Erkenntnissen aus der Quantenphysik beschäftigt. Und wenn es um das Wesen der Welt geht, dann gibt es im Wesentlichen zwei Blickrichtungen. Die eine ist fixiert auf die Materie, die sagt mir, ich bin von Ihnen allen getrennt, Sie sitzen da und Sie stehen da und Sie stehen da hinten. Ich habe mit Ihnen nichts zu tun. Und die andere sagt, alles ist eins und nicht nur das, alles ist Geist. Und da komme ich auf das, was Sie eingangs gesagt haben, wir sind verbunden mit den Menschen, die heute in Berlin sind und wir können viel dafür tun, dass diese Demonstration friedlich dort verläuft, indem wir die Zeit, die wir dann vielleicht nachher auch im Stillen für uns haben, dazu nutzen, an Frieden, Liebe, Licht zu denken und dies
zu machen. Aber man wird ja sehr schnell, wenn man vom Geist spricht, als Esoteriker. Also ich kann Ihnen sagen, ich bin bekennender Esoteriker, weil esoterisch heißt ja nichts anderes, als dass man nach innen geht und dort erkennt, dass wir nicht aus uns selbst heraus geschaffen sind. Ich weiß gar nicht, was die Leute so toll daran finden, das immer als Schimpfwort zu benutzen. Ich finde das eine Ehrenbezeichnung, nämlich dahingehend, dass ich mich mein Leben lang nicht nur damit befasst habe, wie kann ich meine Gewinne maximieren, wie kann ich andere Leute noch mehr übers Ohr hauen, damit ich noch mehr kriege und erkenne, dass ich selbst für alles, was mir passiert, auch verantwortlich bin. So. Ich würde gern auf ein paar Physiker, gerade die Quantenphysiker haben ja dazu vieles gesagt, es gibt fast keinen Quantenphysiker, der sich dazu nicht geäußert hat, und alle haben gesagt, wenn man sich das alles genau anschaut, dann muss man feststellen, dass hinter allem ein Geist liegt, dem wir entstammen, dass ein Geist, ein intelligenter Geist da ist, der dies alles hervorgebracht hat, dem gegenüber wir uns demütig fühlen müssen. Und ich habe einen Lieblingssatz von dem Physiker Arthur Wheeler, der gesagt hat, es gibt kein da draußen, da draußen. Lassen Sie sich den Satz mal von einem Physiker auf der Zunge zergehen. Und Arthur Wheeler war einer, der 2 Nobelpreisträger unter seinen Schülern hatte. Und er war gewiss kein Esoteriker, denn er war auch an der Entwicklung der Wasserstoffbombe beteiligt. Er hatte dann aber wohl, so kann man es lesen, einen Unfall, ein Nahtoderlebnis und hat dann einige Erkenntnisse gehabt. Und ich finde, das ist ein einfacher Satz, aber lassen Sie sich den immer wieder mal durch den Kopf gehen. Es gibt keinen da draußen, da draußen. Also, ohne mein Bewusstsein habe ich ein Problem, dieses da draußen überhaupt feststellen zu können. Also ist alles mehr oder weniger in meinem Bewusstsein drin. Und ich möchte dieses Thema jetzt, ich weiß nicht, wie lange ich habe noch, ich möchte dieses Thema jetzt auch mit einem schönen Satz auch von Einstein beenden. Einstein hat mal gesagt, der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk, der rationale Geist ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den treuen Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Ich glaube, wir müssen wieder zu einer Gesellschaft kommen, die das heilige Geschenk wieder an die richtige Stelle rückt. Vertrauen Sie wieder, lernen Sie das, auf Ihre Intuition zu vertrauen. Da ist viel mehr Feedback aus Ebenen da, die Sie nutzen können. Und es gibt auch eine italienische Studie, die ganz klar sagt, dass Bauchentscheidungen die treffenderen sind als die, die aus dem Verstand kommen. Das heißt nicht, dass Sie Ihren Verstand nicht mehr gebrauchen können, denn wenn Sie heute von hier aus nach Hause gehen, dann brauchen Sie den sehr gut. Und deswegen sollte man auch den Verstand ehren. Aber man muss doch auch wieder das ins richtige Licht rücken. Wir sind geistige Wesen. Wir sind absolut geistige Wesen. Und der eine oder andere mag vielleicht auch den Hans-Peter Dürr kennen, auch Physiker, ehemaliger Direktor vom Max-Planck-Institut, Träger des alternativen Nobelpreises. Er hat ein Buch geschrieben, es gibt keine Materie. Und das ist ja mittlerweile eigentlich ganz klar, das wissen die Quantenphysiker, desto mehr sie in diese kleinsten Teilchen reingehen, desto mehr löst sich alles auf und zum Schluss bleibt nur noch Energie und Information übrig. Wir sind in unserer tiefsten Ebene Energie und Information. Und das ist meine Überzeugung. Ich habe da mich viel mit überfasst. Sie müssen das nicht glauben. Prüfen Sie selber nach, heißt es immer so schön an anderer Stelle. Auch ich habe nicht die absolute Wahrheit. Aber ich glaube, man kann nicht nur einseitig auf die Materie schauen und nicht nur einseitig in diese Richtung gehen, sondern man muss auch die andere Seite wieder kommen lassen. Und ich glaube, und das ist ja auch ein altbekannter Satz,
die Denkweise, mit der wir uns in diese Probleme hinein manövriert haben, ist nicht die Denkweise, mit der wir wieder rauskommen. Und deswegen ist aus meiner Sicht auch ganz klar, dass all die, die das jetzt verursacht haben, ihren Hut nehmen müssen. Ja, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen zum freien Menschen kommen, nach Albert Schweitzer. Albert Schweitzer. Diese Sätze begleiten mich jetzt fast mein ganzes Anwaltsleben. Ich habe die aus einem, damals waren die Rechtsanwälte auch noch irgendwie anders gepolt vielleicht, aus einem Mitteilungsblatt der Rechtsanwaltskammer Bamberg. Albert Schweitzer hat mal zum freien Menschen gesagt, und ich glaube, das ist in dieser Zeit wichtiger denn je, sich das mal zu beherzigen. Er sagte: Ich will unter keinen Umständen ein Allerweltsmensch sein. Ich habe ein Recht darauf, aus dem Rahmen zu fallen, wenn ich es kann. Jetzt könnte man ja sagen, Allerweltsmensch ist ja eine Diskriminierung. Nein, ist es nicht, denn wir sind alle durch eine Schule gegangen und mir ist da ein schöner Satz von Gerald Hüther, dem Hirnforscher, in Erinnerung: Wenn Sie zur Schule gehen, dann wird aus einem Baum ein Spalierbäumchen gemacht. Das heißt, Sie werden zu Spalierbäumchen erzogen, zu Leuten, die immer Ja sagen, die sich nicht trauen, den Mund aufzumachen. Es werden ihnen Komplexe eingeredet, du hast nichts zu sagen, die Großen dort oben und die Kleinen dort unten. Ich will das nicht weiter ausführen. Nein, Albert Schweitzer hat gesagt, ich will unter keinen Umständen so ein Allerweltsmensch sein und ich will aus dem Rahmen fallen, wenn ich es kann. Und jeder kann das. Haben Sie den Mut dazu? Machen Sie den Mund auf. Wir haben das Recht dazu. Er hat weiter gesagt, ich wünsche mir Chancen, nicht Sicherheiten. Was sehen wir überall in der Welt? Sicher, 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 alles Sicherheiten. Kellner hat mal gesagt, es gibt keine Sicherheiten und die Menschheit als Ganzes kennt sie nicht. Während wir hier einen auf Sicherheit machen, verhungern in Afrika die Kinder. Ja? Also das kann man sich doch gar nicht vorstellen, das kann doch nicht normal sein, sowas überhaupt zu unterstützen. Er sagte weiter, ich will kein ausgehaltener Bürger sein, gedemütigt und abgestumpft, weil der Staat für mich sorgt. Genau das wird jetzt gemacht aus ehemals selbstständigen Unternehmen, Persönlichkeiten, die ihr Leben selbst in der Hand hatten. Macht man jetzt gedemütigte und abgestumpfte Bürger, weil der Staat für sie sorgt. Und ich kann Ihnen sagen, man gewöhnt sich als Mensch relativ an neue Gewohnheiten. Er sagt weiter, ich will dem Risiko begegnen, mich nach etwas sehnen und es verwirklichen, Schiffbruch und erleiden und Erfolg haben. Wo lernen wir in der Schule, dass Schiffbruch erleiden was Gutes ist? Das ist so wichtig, auch mal zu verlieren. Als Anwalt weiß man das. Man kann nicht jeden Prozess gewinnen, man kann sich immer nur optimal bemühen. Und ich glaube, das habe ich in meinem Leben getan und meine Mandanten wissen das auch. Ich lehne es ab, mir den eigenen Antrieb mit einem Trinkgeld abkaufen zu lassen. Das in die Richtung der Ganzen, die sich pudern lassen mit Beraterverträgen, mit in Aussicht stellen von Posten, wenn man seinen politischen Job mal nicht mehr hat und. Lieber will ich den Schwierigkeiten des Lebens entgegentreten, als ein gesichertes Dasein führen. Das ist für uns alle ein bisschen ein Problem. Wir sind alle gewohnt, relativ sicher und gesichert unser Leben zu führen. Und die Vorstellung, glaube ich, dass man diese Sicherheit mal verliert, ist für jeden erstmal ein Schock. Aber glauben Sie mir, wir erleben diesen Schock in den Tagen zur Zeit an allen Ecken und Enden. Viele Leute müssen sich mit diesen Gedanken befassen und auch auseinandersetzen. Lieber die gespannte Erregung des eigenen Erfolgs als die dumpfe Ruhe Utopiens. Ich glaube,
dazu muss man nicht viel sagen. Man kann sich viel utopische Dinge, dass ihre Renten sind sicher, sage ich nur. Das ist die Ruhe Utopiens. Ich will weder meine Freiheit gegen Wohltaten hergeben, noch meine Menschenwürde gegen milde Gaben. Und ich glaube, darum geht es auch in dieser Zeit ganz deutlich. Wir wollen frei sein, wir wollen denken können. Und Freiheit heißt nicht, ich kann tun und lassen, was ich will. Jede Gesellschaft braucht Regeln. Und es ist ganz klar, dass man sich Regeln setzen muss als Gesellschaft. Aber innerhalb dieses Rahmens sollte doch jeder in der Lage sein, und es sollte ihm gewährt sein, ansonsten seine eigenen Regeln zu setzen. Und dazu gehört eben auch die Frage, setze ich eine Maske auf oder nicht. Ich habe gelernt, selbst für mich zu denken und zu handeln, der Welt gerade ins Gesicht zu sehen und zu bekennen, dies ist mein Werk. Und das wünsche ich Ihnen allen, dass Sie irgendwann oder schon heute, wir leben ja nur im Hier und Jetzt eigentlich, dass Sie in den Spiegel schauen können und sagen, dies ist mein Werk, egal was andere dazu sagen. Das ist völlig uninteressant. Und der scheidende oder ausgeschiedene Parlamentspräsident von dem britischen Parlament, der hat einen schönen Spruch gemacht und den könnten Sie sich vielleicht auch merken. Er hat gesagt, was Sie von mir denken, schert mich einen fliegenden Flamingo. Das ist nicht so hart, klingt lustig, aber das ist es, worum es geht. Lassen Sie sich auch von den Meinungen anderer nicht beeinflussen. Sie haben ein Recht darauf, aus dem Rahmen zu fallen. Sie haben ein Recht auf eigene Meinung. Und wenn diese Meinung auch durch eigene Recherchen noch begründet ist, dann ist das gut so. Das alles ist gemeint, wenn wir sagen, ich bin ein freier Mensch. Und ich glaube, ich habe meine Zeit jetzt langsam ausgeknüpft. Es gibt noch einen schönen Tipp, den ich Ihnen geben möchte. Wenn Sie Leuten begegnen, egal wem, sagen Sie innerlich immer, mögest du glücklich sein, mögest du in Frieden leben. Damit bringen Sie Glück und Frieden in die Welt. Sie bringen Glück und Frieden in Ihr eigenes Wesen rein und Sie machen die Welt jeden Moment ein kleines bisschen besser. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Leute, ich bin selber ganz geflasht. Ein Rechtsanwalt, der sich vor uns hinstellt und sagt, ich bin bekennender Esoteriker. Das ist spitze! Und ich finde, daran sieht man mal wieder, wie sehr eigentlich unsere Gesetze, unsere Regelungen und das dafür gerade stehen, dass wir die Gesetze haben wollen, auch wirklich mit dem großen Blick einhergehen können. Wir müssen uns deswegen nicht klein machen, nur weil wir an Recht und Gesetz glauben. Wir müssen uns deswegen nicht klein machen, nur weil wir sagen, ich bin spirituell oder ich glaube daran, dass es da noch mehr gibt als nur die Materie hier. Und das finde ich ganz, ganz toll. Herzlichen Dank für diese tolle Rede, Horst Fall. Und ihr seht, Rainer gibt sich gerade schon Mühe, die ganzen Berlin-Bilder nach vorne in die Mitte zu bringen. Ich hoffe, die Kerze brennt noch, auch wenn sie jetzt schon flüssig ist. Doch, sie brennt, ich sehe sie. Und damit machen wir jetzt bitte unseren Kreis um die Kerze rum. So viele Menschen wie da sind, machen wir besser 2 oder 3 Kreise. Die, die das kennen und wissen, wie es geht, helfen bitte den anderen ein bisschen beim Aufstellen. Wir stellen uns so hin, dass zum Nachbarn genügend Abstand ist, dass wir die Arme ausbreiten können, dass wir den Nachbarn nicht berühren müssen. Und wenn wir innen anfangen und dann 2 oder 3 Kreise machen, passen wir auch alle hier auf den Platz drauf. Hier. Später. Hier vorne gibt es noch Plätzchen, wenn ihr nicht dazwischen passt. Ihr könnt hier vorne gerne noch mit herkommen. Komm, 2 oder 1?
So. Hat jeder ein Plätzchen gefunden? Gut. Okay, dann für unsere Berliner schauen wir jetzt in die Mitte und haben unsere Berliner im Herzen und auch im Geiste dabei. Und nehmen das Licht der Kerze auf und machen es so groß, dass es um die ganze Welt überall Licht in die Dunkelheit bringt. Und transportieren damit unser Motto nach draußen. Für Frieden und Freiheit mit Liebe. Liebe. Dankeschön. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, es war heute wieder eine ganz, ganz besondere Demo. Ich habe heute früh schon die Aufforderung bekommen, heute Nachmittag um 3 eine kleine Meditation oder wer mit Meditieren nichts anfangen kann, kann einfach nur dran denken. Und heute Abend um 21 Uhr nochmal. Und wer das noch nicht so geübt hat, probiert es einfach mal. Ein bisschen mit Meditieren oder an unsere Berliner denken. Man merkt sehr schnell, dass da sehr viel Energie von uns allen mit drin steckt. Und das tut unheimlich gut und macht auch das Meditieren, sprich den Kopf leer machen, ganz leicht. Ich finde es klasse, wie viele Menschen heute wieder da waren und danke dafür. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für euer Kommen. Ganz herzlichen Dank an die tolle Rede. Ich denke, sie wird in einigen Tagen, werden wir wieder online stellen auf unserer Homepage, also einfach mal vorbeischauen, die wird wieder online sein. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, morgen um 18 Uhr wieder hier auf diesem Platz. Und ansonsten sage ich Tschüss Forchheim! Und ich habe eben noch ein besonderes Geschenk bekommen, die Engel waren hier, mir wurde heute eine Feder geschenkt. Heute ganz besonders präsent.